Irgendwann, Anfang 2016. Tina Müller hat sich mit McKinsey eine Agenturausschreibung für Opel ausgedacht. Neue Organisation. Die Wörter agil, integriert und effizient werden mehrfach genutzt. Auch von Content Marketing ist die Rede. Ich treffe mich mit Matthias Schrader, dem Mann, der den erfolgreichen Case von agilem, integrierten und effizientem Content Marketing geschaffen hat. Ergebnis des Meetings? Unsere Lösung ist zu komplex, unsere Lösung ist zu teuer, sagt Opel. Aber dafür habe ich einen tollen neuen Aufsatz, die Content-Lüge. Mattes, du verdammter Fuchs. Ich verliere das Geschäft und nicht nur das Geschäft, sondern bin plötzlich auch fleischgewordene Analogität. Als Tragemann, als Jungfer-Matt-Vorstand, nicht schon genug Patina mit sich rum. Apropos Patina, diese Laudatio ist ein Weckruf an all Sie, Sie, die hier unter den Labeln Agenturen, Marketing und Medien versammelt sind. Ein Weckruf laut, klar und deutlich, wie Matthias ihn selbst eben nie aussprechen würde, aber wie uns sein Wirken, sein Leben und sein Weg bis hierhin eigentlich vor Augen führen sollten. Zurück in 2013. Wir im Aufsichtsrat von Syzygy diskutieren mit Marco Seiler die Vorteile eines Zusammenschlusses mit Sinna Schrader. Immer wieder wird auf die besondere Persönlichkeit von Mattes, so nennen ihn alle, ob sie ihn nun kennen oder eben nicht kennen, hingewiesen. Besondere Persönlichkeit, das ist doch ein Synonym für Leute mit Ecken und Kanten, sperrig, also sogar eher schwierige Menschen. Doch der Ruf von Mattes ist ein ganz anderer. Er sei so nett und freundlich und ruhig und bescheiden. Also frage ich Peter. Ein nerdiger CEO, ein CEO-Nerd, meint er und irrt sich nicht das letzte Mal. Den ich dann kennenlerne, beeindruckt mich zutiefst. Die Gespräche mit Matthias haben nur einen einzigen Kern. Welche Probleme von welchen Kunden werden wir lösen? Was ist das Produkt der gemeinsamen neuen Firma? Damals getrieben von einer Media-Produktidee, stellt er Bewertungsansätze, Bilanzen, Aktiengelds, alles hinten an. Das ist kein Nerd, das ist kein Techie, das ist nicht mal ein harter Geschäftsmann. Das ist ein Überzeugungstäter. Und deswegen hat er wohl auch keine Hobbys. Firma und Familie sind Berufung genug. Er sagt von sich, er sei TV-Native. Aufgewachsen mit Bonanza und Flipper, meint er, ich habe meine Kindheit in den 70ern vor dem Fernseher verbracht, deswegen bin ich aber noch lange nicht in der Lage, Filme zu machen. Recht hat er. Digital Native ist noch lange keine Kompetenz. Mattes hat aber eine Kompetenz. Er denkt. Er denkt immer wieder über seine Kunden, seine Mitarbeiter und neue Lösungen nach. Und so verändert sich Sinna Schrader permanent. Diese ständige Vermeidung von Stillstand stellt er unter das Motto Still Day One. Im Zeitalter der Digitalisierung gibt es eben nicht die eine und richtige Wahrheit. Es ändert sich alles und das schneller, als man denkt, aber nicht als Mattes denkt. Sinna und Schrader macht so drei wesentliche Phasen durch. Zu Beginn arbeitet man für die Startups, als das Establishment das Thema noch nicht registriert hat. Das ändert sich nach dem Dotcom-Crash und fortan für die digitalen Schnellboote der großen Unternehmen, man könnte auch sagen, die digitalen Alibis der deutschen Wirtschaft arbeitet. Zu dieser Zeit ahnen manche die Kraft der Digitalisierung, aber die deutschen Konzerne wollen sich nicht im Kern verändert sehen. Deswegen lagern sie digital aus, haben wir eben auch nochmal gehört, dass Jahr durch das beschwerte Geschäftsmodell infrage gestellt wird. Doch diese Phase ist jetzt vorbei. Jetzt läuft seit einiger Zeit Phase 3. Die großen und wichtigen und schlauen DAX-Unternehmen gehen in die totale Digitalisierung, weil das Nicht-Infragestellen dazu geführt hat, dass nun alles infrage gestellt ist. Man könnte meinen, das sei gut für Sinna Schrader. Nur nun muss Mattes selbst mal erfahren, was die Urgewalt der digitalen Transformation bedeuten kann. Null oder eins, schwarz oder weiß. Die nun plötzlich geforderten Ressourcen sind nicht von heute auf morgen für jeden Kunden von einem mittelständischen Unternehmen aufzubringen. Hat Mattes vorher oft an seinen Kunden gezogen, so wird er nun fast aufgesogen von ihnen. Er erkennt, dass große Player diese Kunden bei IT-Strategie, Implementierung und Prozessautomatisierung beraten und bedienen und denkt, if you can't beat them, join them. Und das tut er. Aber er kennt auch ihre Schwäche. Anfang 2017, nachdem die Übernahme von Sinna Schrader durch Accenture bekannt wird, antwortet er auf die kritische Frage, ob denn nun sein Zitat, die Accentures entstauben nur ihre PowerPoints und poolen ihre Services dann breitbeinig unter den Labeln Interactive, denn nun nicht mehr stimmen würde. Doch, wäre es anders, hätten sie uns ja nicht gekauft. Mattes erkennt die Schwäche der anderen und erkennt seine Stärke. Er versteht wie kein Zweiter, dass die Kundenschnittstelle seiner Kunden das Schlüsselelement ist. Er erkennt, dass dieses in der digitalen Welt zunehmend von den vier Großen besetzt wird, den GAFAs. Google, Apple, Facebook und vor allem Amazon. Wer meint, sein Produkt einfach irgendwo verkaufen zu können und es nicht um einen digitalen Service Layer zu bereichern, der gibt sich in die Hände derer, die genau das beherrschen und damit die Daten und den Kunden besitzen. Kein wirklich aussichtsreiches Spiel, zu dem nun aus Asien die Batman hinzukommen. Baidu, Alibaba und Tencent.
Diese Vision von Unternehmen, die sich durch Services und Customer Experience differenzieren, die Werbung als eine Art Strafsteuer für unterlegene Produkte verstehen, schreibt er brillant 2017 in dem Buch Transformationale Produkte nieder. Dieses Buch ist so typisch Mattes, es muss eigentlich transformationale Produkte heißen. Zumindest kann man sagen, intellektuell gesehen ist Mattes der neue FM. Still day one. Und die Reise geht mit turbulenter Geschwindigkeit weiter. Gerade hat Accenture Interactive, so lautet nun sein Verantwortungsbereich, die Übernahme von Macke Vision bekannt gegeben. Ein weiterer 500 Mitarbeiter starker Mittelständler, der für Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Porsche, das war die alphabetische Reihenfolge, aus Ingenieursdaten Kundenanwendungen baut. Keine Autoagentur in Deutschland, die noch nicht mit Macke Vision arbeiten durfte, konnte oder musste. Und die schließen jetzt die Datenwertschöpfungskette bei Accenture und Mattes baut gleichzeitig ein massives Branchenkompetenzzentrum aus. Wir sehen, Größe zählt. Dieser Mann ist ein Weckruf. Er hat keine Angst vor Veränderung, er hat Angst vor Stagnation. Er ist uneitel genug, um auf seinen Namen zu verzichten. Er ist schlau genug, seine Agentur mehrfach verkauft zu haben, nur um seine Unabhängigkeit zu erhalten. Er macht Fehler und steht dazu. Er passt sich an. Er macht sich oft kleiner, um seine Mitarbeiter größer zu machen. Er ist empathisch und versteht den unbegrenzten Wert von Kultur. Er ist lösungsgetrieben, aber nicht ideologisch verblendet. Er denkt nur an Marketing, ist aber trotzdem die Agenturpersönlichkeit des Jahres 2017, Matthias Schrader.